Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute hier einen Antrag eingebracht, der, glaube ich, im Hohen Haus auf breite Resonanz stößt. Er ist nicht nur klug und richtig, sondern er stößt auch oder er nimmt ein Thema auf, was in vielen Ländern Europas, aber auch in unserem Land bereits gelebte Realität ist. Wir schauen auf die Museen des Landschaftsverbands Rheinlands und wissen, dass es schon entsprechend positive Erfahrungen mit solchen Regelungen gibt, wie wir sie hier jetzt prüfen lassen wollen. Und ich bin auch froh, dass die Landesregierung im Prinzip dem schon offen gegenübersteht. Jedenfalls kann ich es mir gar nicht anders vorstellen, als dass man sich hier nochmal dem Thema genauer widmet und das, was wir beantragen, dann auch umsetzt, so wie es sich gehört für eine ordentliche Landesregierung, dass sie das tut, was das Parlament mit Mehrheit beschließt. Also wenn wir das hier auch erwarten können. Es geht um die reichhaltige und kulturell wertvolle NRW-Museenlandschaft. Die Kollegin hat es gerade schon ausführlich beschrieben. Und es geht darum, freie Eintritte zu prüfen für Kinder und Jugendliche zunächst einmal, um zu sehen, ob hier nicht ein Spielraum vergrößert wird, der für alle Menschen dann von Bedeutung ist. Ich finde das ein ganz wichtiges Zeichen. Ich freue mich auch, dass in dem Zusammenhang Kollege Sternbecher mit einer entsprechenden kleinen Anfrage auch sozusagen politisch schon unterwegs war. Also willkommen im Club oder umgekehrt, wir setzen uns dazu. Thank you very much. Ja, ich habe die Drucksachnummer ja gelesen, also insofern weiß ich, dass Sie da flott dabei waren. Sehr gut. Es bestätigt ja nur, wir sollten in der Sache gemeinsam an einem Strang ziehen. Gleich ist direkte Abstimmung und ich kann alle nur herzlich einladen, unserem Antrag zuzustimmen, einen Schritt voranzugehen. Ich will noch sagen, es ist deshalb wichtig, weil wir ja gerade in Zeiten leben, in denen mehr denn je und immer wieder auf das Geld geguckt wird und wir in der 17. stärksten Ökonomie der Welt, in Nordrhein-Westfalen, im 5. reichsten Land der Erde, in der Bundesrepublik Deutschland, wir sollten in der Lage sein, solche Dinge gut zu handeln. Und wir sollten als Landtag da durchaus ein Zeichen setzen, gerade im Moment, wo zum Beispiel in Leverkusen über die Beschließung eines Museums diskutiert wird, ausgelöst durch ein Gutachten eines Wirtschaftsuntersuchungsunternehmens und wo auch über die Schließung der Musikschule nachgedacht wird und so weiter und so weiter. Ich glaube, das sind alles die völlig falschen Zeichen. Es muss genau andersrum gehen. Wir müssen in die Kultur mehr investieren, sie stark machen. Die Leute wollen Identifikationspunkte. Sie wollen sich mit ihrer Kultur, mit ihrer Kunst, mit dem Leben auseinandersetzen, was sie umgibt. Und ich denke, von daher ist es überhaupt keine Frage, dass wir uns hier an der richtigen Stelle engagieren, wieder einmal als Land Nordrhein-Westfalen und allen Mut machen wollen, die über solche Pläne nachdenken, das an der Stelle besser nicht zu tun, sondern Museen zu erhalten, Musikschulen zu fördern und den Menschen die Heimat da zu lassen, wo sie ist und die kulturelle Identität da erfahrbar zu machen, wo sie gelebt werden kann, nämlich in unseren kulturellen Einrichtungen. Also stimmen Sie dem Antrag zu. Wir wissen, was wir tun und freuen uns auf Ihre Unterstützung. Dankeschön. Vielen Dank, Herr